70 Millionen Jahre nach der großen Eisschmelze, in einer Periode, die als Devon bekannt ist, beginnt der Siegeszug der Wirbeltiere. Dies ist Dunkleus Theos. Er ist ein Nachfahre des winzigen Arandaspis. Doch mit 9 Metern Länge ist dieser Fisch längst kein Außenseiter mehr. Selbst seine Jungen, kaum halb so groß wie er, sind gefürchtete Jäger. Der Nachwuchs hat etwas in der Ferne erspäht. Eine Gruppe von Ammoniten, nahe Verwandte der heutigen Nautilus-Arten. Als Wirbeltier erreicht Dunkleus Theos locker das Tempo, um sie einzuholen. Aber die Ammoniten verfügen über eine Besonderheit –